So, wieder am Start, Junge. Bin wieder da. Aber Rappy ist noch nicht da. Schade, 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 schade. So, neues Bier am Start. Bacardi ist fast leer. Oh, da ist einer reingejoint von den Red Tequilas. Red Tequilas ist, glaube ich, der zweite Squad von Black Tequilas. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Der RTV drin, okay, krass. Da fragt man sich, was da los ist. So. Das wäre der Rest von Bacardi. Ja. Es ist voll behindert, allein zu kommentieren. Fühlt man sich immer voll bekloppt. Rampy, wo bist du? Ich will mich nicht bekloppt fühlen. Ja, was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Reflex Gaming, Multigaming haben wir schon ein bisschen was gefaselt drüber. Wird auf jeden Fall irisch abgehen. Ja, voll Koma krank. Das war ein Insider. So, da wird das Bier jetzt hier, zack. Ich hoffe, man hat's gehört. So, dann sag ich mal Prost. So, was kann man jetzt hier noch erzählen über den CW? Also, Black Tequilas hat dich schon quasi dominiert und da wird auch schon gestartet. Und Rampy ist immer noch nicht da. Scheiße. Auf jeden Fall, Aloe und herzlich willkommen hier zu EXGTV auf der zweiten Map des heutigen Clan Wars. Nochmal ein bisschen zurück zur Background-Story. Also hier spielt Artex Gaming gegen Black Tequilas. Wurde jetzt schon wieder beendet oder was? Kranke Scheiße. OMG. Also Artex Gaming gegen Black Tequilas auf Aftermath. Black Tequilas hat die erste Map Standoff gewonnen. Das war ihre Hausmap und jetzt kommt die Hausmap von Artex Gaming. Und ja, mal gucken, wie es da aussieht. Dam, dam, dam. Jetzt habe ich keinen Einstieg mehr, wenn das Spiel wirklich losgeht. Sie haben es voll verkackt. Ja, egal, aber diesen Echt. Einstieg werden wir einfach wiederholen. Wir machen Reround, weißt du? Repeat und dann auf Ja, aber geht's. dann machst du das, weil wenn ich das nochmal sag, dann klingt das, als wenn ich komplett einen in der Waffel habe. Ja, und ich habe mir gerade meinen Kuchen geholt und ein Bier. Alter, ich erzähle schon die ganze Zeit mit mir selber, ich, ne? Also, ne? Ne? Ja, ich bin am Essen. Ja, ich hab hier gequatscht und hab gehofft, du unterbrichst mich, aber nein, da kam nix. Da kam Ja, nix. ich war auch nicht da. Wie Ja, und immer, deswegen, Rampy kommt weißt zu du? spät. Ja, Ramsey kommt zu spät. Ich hab jetzt ein Bier geholt, hab schon aufgemacht. Ne? Mit der Hoffnung, dass man das Zischgeräusch gehört hat. Ehrlich, habe ich das jetzt gemacht? Dankeschön. Ah, warte, warte, warte. Bitteschön. Applaus dafür. Applaus dafür, ja? Oh Mann, EXGTV macht wieder ewig viel Spaß. Ach so, Auch. wir könnten sagen, ab sofort EXGTV auch auf der PS3 für alle Clans, die noch Bock haben, kommentiert zu werden. Fun Wars, PSL-CWs, CSL-CWs, Game Battle-CWs, fuck off, wir kommentieren alles. Also jetzt Benson, nochmal, ich unterbreche dich jetzt einfach. Hier beginnt jetzt das CW Artex Gaming gegen BTZ. Die erste Runde hat BTZ schon gewonnen auf Standoff. Das war deren Housemap. Jetzt sind wir auf Aftermath. Das ist die Housemap von Artex Gaming. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen, wie BTZ auf dieser Map einfach mal klarkommt. Im letzten CW, das wir gegen BTZ gespielt haben, haben wir sie mit einem Punkt geschlagen. Wir schauen mal, ob es einfach so diesmal auch wieder so ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Hast du Aber das ich freue Ergebnis mich. aufgeschrieben? Nein, mein Ergebnis habe ich nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war 15 zu 14 damals oder 14 Nee, zu ich meine jetzt. 13. Jetzt. Nee, das hatte ich nicht aufgeschrieben. Aber ist ja Okay. auch egal. Ja. Ich Wir habe hatten mal auf gleich jeden die Fall Map gewonnen. offen. Ich werde mal auch unterbrechen. Also, ich werde mal auf die Wir Aufstellung jetzt unterbrechen eingehen. einfach. Ja, also drei Leute vom BTZ links, drei Leute in die Mitte. Artex Gaming hat drei Leute auf dem A-Spot, zwei Leute in der Mitte. Einer wird von BTZ rausgeholt, einer von uns nur auf dem B-Spot drauf. Und da kommt auch schon übelst die Action. BTZ, einer down. Im Tunnel wird da direkt gesprayt, quasi. Die Bombe ist auf dem B-Spot. Und einer vom BTZ macht Backup links beim A-Spot. Oh, krass. Also noch vier Leute vom BTZ und sechs Leute von Artex Gaming. Diese Runde schaut relativ gut aus. Sehe ich das richtig oder sind da nur 5 von BTZ? Ja, jetzt nur noch drei.
Ach so, Nein, ja, das sind im nur fünf. kompletten Spiel. Lol, warum nur fünf? Das ist eine sehr gute Frage. Musst du dann nicht beenden, der Host? Ja, weiß ich Also, nicht, ne? da Ah, wird da auch kommt er da wieder. Startzeit connected. Der Ich hatte glaube, er wohl war auch gerade gerade drin. Internetprobleme oder so, keine Ahnung. Also nur Ja, Vermutung. weil wir haben schon vier Kills insgesamt. Hier 1-1-1, was? So, und Frosty holt Kantron mit dem Headshot raus und somit erste Runde für Artex Gaming, wenn die Runde zählt. Mit den fünf Leuten von BTZ, keine Ahnung, wie das gewertet Nein, es wird. wurden 6 Kills gemacht. Es wurden schon 6 Kills gemacht. Der eine ist bestimmt nur kurz raus oder so, keine Ahnung. Ah, dann hat er bestimmt eine Klasse geändert noch. Ja, Ne? normalerweise darf man das ja nicht. Ach so, ja, ist ja Fun-World, ne? Aber auch Kann in man diesem schon mal Fun-World sollte Ausnahmen man nach machen. Regeln spielen. Also die Aufstellung ist quasi gleich. BTZ auf der mittleren Seite ein bisschen zurückhaltend, aber mehr aggressiv auf dem B-Spot drauf mit der Bombe. Ich gehe mal direkt drauf. Bombenträger jetzt im Bus, ist rausgesprungen. Und daddelt da ein bisschen vor der B-Bombe rum. Und legt sich hin und plantet das Ding auch. So, Centragon hinter ihm mit der Scorpion am Start, auch mit MP. Kantron hier immer noch hinten in, ja, in dem Parkhaus, deckt ein bisschen den Arsch ab von den Leuten. Und Credo macht einen Mittelgang. So, die Bombe ist geplantet. Was machen unsere Leute? Frosty ist im Kampf mit dem Backup-Spieler, hat ihn rausgeholt. So, und jetzt hinterlaufen sie. Das ist gut. Katie in der Mitte am Start. Noam hintenrum sieht die zwei Krankenwagen blinken. Haze holt Sexy raus. Katie holt mit dem Krankenwagen Zentra raus. Credo nochmal gegen Katie, der Konter. Nur no, Noan und Frosty gegen Haze und Credo. Die Zeit läuft runter. Haze nochmal gegen Frosty. Zeit läuft runter. 4 Sekunden, 3, 2. Jetzt sucht der verzweifelte Gegner und da stand er in der dunklen Ecke. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, alle Kills gemacht hier von Artex Gaming, aber die Bombe ist explodiert und somit 1 zu 1 für Black Tequilas. So, Prost, jetzt bist du dran. Ja, Genug gelabert. ich bin gerade am Essen, aber okay. Mir gar kein Problem. Ich mach das jetzt einfach mal. Erstmal runtergucken. So. Also. Wir schauen jetzt gleich mal, wie die BTZ-Leute sich verteilen. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auf jeden Fall wird es ein Angriff auf B wieder sein. Gehen auch drei Leute auf B rüber, zwei in der Mitte und einer läuft über A, das ist der Backup-Spieler, schätze ich mal. Sind auch sehr offensiv eingestellt. Ist schon zwei stehen schon direkt vor dem B-Spot. Jetzt geht auch schon der Bombenleger geht schon rein, er legt auch schon die Bombe. Ich frage mich, wo mein B-Spieler da ist. Ah, die Bombe scheint auch gleich schon gelegt zu sein. Ja, da ist es auch schon passiert. Jetzt sollten sie eigentlich anfangen zu verschieben und Leim holt auch schon Kämse raus. In der Mitte sind es noch 3 gegen 5. Jetzt 5 gegen 1. Nur noch Kantron und Last Man Standing. Backup-Spieler. Holt auch Black raus. Wird da aber hart angeschossen. Kommt, glaube ich, nicht mehr an die Bombe ran. Die wird jetzt schon entschärft werden. Ja, da ist er schon fertig. Da ist schon 2 zu 1 für Artex Gaming. Schon. Schon, ja. Man muss das Schon. schon so ansprechen. Da sieht man halt auch wieder overpowered Pistole einfach. Ja, auf jeden Fall. Aber obwohl er schon vorher mit der M8 angeschossen wurde, ne? Also, das darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Ich gucke jetzt nochmal auf Apex Gaming. Na, ich bin gerade Nicht auf die Leute da. Sexogy drauf. Sexogy macht hier den B-Spot klar. Dann, oh, falsches Team. Zack. Ich mache das Menü. Noan hier in der Mitte. Noan hat AN, ja. Schmeißt die Stun, hat kein gehittet. Wurde aber selbst stark angehittet. Und da kommt auch schon der Spieler entgegen. Wird rausgeholt von Staatsfeind, glaube ich. So, Staatsfeind, wir gehen mal schnell auf ihn drauf. Pusht er durch. Centragon gegen Lame. Staatsfeind hat die Nade. Kocht die hoch. Schmeißt die rein, hat aber keinen angehittet. Kocht die hoch, auch geiler Begriff. Bombe wird geplantet auf B. So, in der Mitte ist Action. Staatsfeind wird rausgeholt von Blackie. Centragon hier gegen Katie. Credo gegen Black Panda. Und somit Frosty Last Man Standing holt noch einen raus mit dem 8. Ist aber noch relativ hinten. Hat einen Gegenspieler mit der MP und wird rausgeholt. Kämpfe war der MP-Spieler. Somit 2 zu 2 für. Ja, beide. Ja, 2 zu 2 für. Ja. Ja, weiß ich, ich wollte gerade irgendeinen Kleinen Merkst du sagen, aber selber, ich. oder? Weißt du? Ja.
Das war gerade leicht behindert. Merkst du selbst, ne? Den Fehler. Warte, dann gehe ich jetzt hier mal auf. Wen haben wir noch? Lame. Lame hat MP7, nee, Scorpion am Start. Scorpion Evo. Ich habe hier Kuchen am Start, ja. Was denn, Kirschkuchen oder Schoko? Ja, Mann. Kirsch. Donauwelle, Kirsch. Ja. Kirsch ist voll geil. So, Lame hat ja eingespeckt. Hat sich in die dunkle Ecke verkrochen. Staatsfeind holt mir den Netron raus. Lame spreckt mal richtig krank daneben. Wird auch von hinten jetzt rausgeholt, das war klar. Also, die gehen ja immer im Kreis rum. Kate hier mit der Chicom am Start, guckt ein bisschen in die Mitte rein. Ja, was soll sie auch großartig machen? Von der A-Pose ist es immer bescheiden. In die Mitte rein, da schmeißt sie eine Nate. Nate hat leider nicht getroffen, wurde aber mit der Sun gehittet. So, Black Thunder hier mit der Nate gegen Haze. Kantron gegen Black Thunder, gleich der Konter. Auf dem B-Spot, da wird, glaube ich, die Bombe gleich geplantet. Ja, sie wird auch schon geplantet. Ja, ist auch schon gleich und belegt. Bam, fertig ist die Bombe. Da ist der M8-Spieler. Wird auch schon von Credo da gekontert. Gleich, da guckt er einfach mal irgendwo hin. Krasse Scheiße. War schon auf jeden Fall sehr schnell jetzt die Runde. Ja, kommt mir auch irgendwie so vor, als wenn die Leute nicht reden, die Artex-Leute, weißt du? Weißt du, also es kommt nur so rüber. Vor. Ja, es kommt so rüber. Weil man sieht schon, also die BDZ-Leute favorisieren den B-Spot und die Artex-Leute sind immer noch Mitte und A-Spot fixiert und einer ist nur auf dem B-Spot. Ne? Man sieht es also, auch schon wieder, ja, BDZ auf der Karte. Ich gucke auf die Karte, die wollen auf B-Spot und unsere Leute sind Mitte und A-Spot verteilt. Da läuft irgendwas schief. Ich weiß auch nicht. Und die Nate, oh, böse Nate, die war direkt auf den Körper raufgeschmissen. Jetzt ist der B-Spot wieder komplett frei. Staatsfeind hier gegen Noan. Kantron ist hier auf dem B-Spot schon, der sprayt ein bisschen in den Rauch rein, aber da ist keiner. Credo gegen Lame, Katie gegen Centragon. Boah. Sorry. Der musste raus. So, wir haben noch Blackie, Frosty und Katie am Start von Artex Gaming. Bombe ist geplantet von BTZ. So ein Silent Diffuse im Rauch wäre jetzt cool. Ja, Mann. Aber sie lassen sich wieder Zeit. Wollen die Kills holen. Haze holt Black Thunder raus. Somit Frosty Last Man Standing und wird auch von drei Seiten beschossen. Im Bus war, glaube ich, auch einer neben dem Bus unten und vor dem Bus. Und somit 4-2 jetzt für BTZ. Schlachst du! Sack! So, ich bin mal auf Black Thunder drauf. Und nächste Runde gehe ich wieder auf BDZ. Ich guck einfach mal jedem zu. Sauber. Blacky rennt hier ja, oben auf dem Arschbord drauf. Auf B. Hat schon eingespeckt. Hat die Scorpion am Start. Ventura mit der Nate gegen Sexy. Wieder? Sexy. Ja, meine Aussprache ist leicht verschwommen schon. Noan mit der N gegen Staatsfeind. Und Blacky sieht wieder ein. Der Gegner hat auch schon auf ihn geschossen, aber Blacky denkt sich so: Fuck off, Alter, ich hab ne MP, ich renn einfach weg. Noan hier gegen Centragon. Frosty auf dem B-Spot, sprayt ein bisschen rum. Hat man gerade gesehen von der Posi von Blacky. Blacky hier ist Rauch, ne? Rauch ist schön. Sprayt in die Ecke rein, wird stark angehört, aber er spawnt das alles weg. Frosty gegen Kämpse. Kontron, oh mein Gott! Was ist los, wenn er ausspricht, ich weiß es nicht. Chill mal. Versau gerade alles. Da wird Black auch schon weggesprayt durch den Rauch. Also eine super Aktion. Ja, die Bombe liegt halt auch schon wieder. Und Katie wird rausgeholt von Haze. Ja, ich mach erstmal jetzt ruhig. Rampy ist dran, ne? Ich trink mein Bier. Okay, ja, okay, ja. Ich meine, wir sind ja hier, ne? Auch alles nur Menschen, wir müssen ja auch mal essen. So, also schauen wir jetzt mal auf Artex zu. Und Artex läuft jetzt auch mal mit zwei Leuten auf B. Nicht mit einem, sondern sie haben ja jetzt schon zwei Leute. Wow. Gehen auch schon weiter vor. Lane gegen Credo. Nur ein Double Kill gegen Staatsfeind und Centragon. Haze gegen Frosty. 6G holt auch schon einen raus. War, glaube ich, der Bombenträger. Ja, die Bombe ist gedroppt.
Campson hat gerade einen angesprayt, hinter dem Mittelgang, hat einen 360 gemacht, dabei die Nate gezogen, wirft jetzt im Mittelgang, holt auch den Noah raus. 6G holt Kantron raus auf B. Und somit haben wir noch ein Spieler von Black Tequilas und 4 von Artex Gaming. Und der, ja, wird auch schon stark angehört und rausgeholt. Black war auf jeden Fall jetzt gute Runde von Artex. Ah, da hast du nur gesehen, ne? Down, 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 down. Und Katie wird wieder schreien, warum hält die Waffe so still? Ja, Mann. Komischerweise ist das bei jedem so, nur nicht bei ihr. Irgendwas da fragt man sich, was da los ist. Da fragt man sich, was da los ist. Aber die Bombe geht wieder auf den B-Spot. Ja, Applaus. Weißt du jetzt, Katie wird uns hassen, aber Katie, we love you all. Ja, Mann. Weißt du Bescheid? So ist das. Man muss sich auch ein bisschen nappen. Und Blackie hat hier Credo rausgeholt. Oh, und die Kills fliegen. Also Doppelkill. Ein Kill-Orama quasi. War richtig gut gemacht auf jeden Fall. Ich steig mal ein, Frosty gegen Kantron, Staatsfeind gegen irgendeinen. Da war das schon weg gerade. Scheiße. So, Staatsfeind auch Last Man Standing gegen Frosty und Katie. Ich wollte schon Caitlyn sagen schon wieder. Ich sag jetzt Caitlyn, scheiß drauf. Echt, ja, man jetzt? Sagt das einfach so, ist schon okay so. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh. Und one jetzt, and one. Das war jetzt, Ah, guck auf die Map, guck auf die Map. Sie hat ihn gesehen. Guck auf die Map. Ich glaube, sie hat ihn sogar gesehen. Die Verfolgung ist aktiviert worden. guck einfach auf die Map, das sieht so geil aus. Guck auf die Map, das sieht so lustig aus. Aber Katie ist ein bisschen ängstlich, sie bleibt ein bisschen stark zurück. Aber jetzt. Ah, da kam die Nate, sauber. Da kam die Nate. Was für eine Nate. Was du hast einfach nur gesehen, der Schnüffelmodus aktiviert. Ich laufe hinterher. Schnüffelmodus. Aber richtig geile Mate. Nate. Und? Blum. Ja, voll in die Eier, war wieder klar. Echt? Ja, das ist normal, aber war schon auf jeden Fall schön. Auf jeden. Schnüffelmodus. Das ist ja, ein neuer, Schnüffelmodus. Wir haben jetzt ein neues Wort. Ein Schnüffelmodus aktiviert. Schnüffelmodus aktiviert. So, wen haben wir noch hier? Blackie hatten wir schon. Frosty auf der Map. Frosty macht hier auf dem B-Spot quasi gleich den Stürmer mit der MP7. Auch in Goldtarnung, also, ne? Ja. Blackie holt Ventura raus. Oh, die raus. Gehen aber auf A. Campsie gegen Black Thunder. Noan macht Double Kill wieder gegen Staatsfeind und Credo. Katie hier gegen Tetragon mit dem Headshot. Katie nochmal gegen Kantron. Alter, was geht ab? Der Bombenträger ist jetzt alleine vom BTZ. Campsie ist Bombenträger. Ich gehe mal auf Campsie rauf, wenn ich es noch schaffe. Die Zeit, ne? Weißt Bescheid. So, ich bin drauf. Campsie hat Bomben. Hat die Bombe. Hat eine Scorpion mit der komischen Tarnung, die übelst leuchtet, voll so am Bam Bam mit dem Laser drauf. Laser? Ja, Kantrons Claymore hier gegen Sexy. Der Name ist echt schwer, wenn du was getrunken hast, ohne Witz. So, drei Leute also, von Artex noch übrig. Auf dem A-Spot sitzen auf jeden Fall zwei Leute. Und ja, da haut, jawohl. Katie haut ihn raus. 5-5. Ohne Witz, der Name ist voll schwer. Sexy. Können wir ihn auch Klaus nennen irgendwie? Ja, war halt auch einfach. Ist halt auch einfach. So. Ja. So, ich bin mal auf BTZ wieder drauf. Auf Zentragon. Was gibt's da zu lachen? Du musst jetzt mitlachen. Gut. Also die Bombe geht auf B wieder, es sind auch schon wieder zwei Leute von B raus. Sexy und Frosty. Da wird Frosty auch schon rausgeholt. Nee, dann kommt auch noch eine. Und der wird auch rausgeholt. Ah. Ärgerlich. Jetzt ist B halt natürlich komplett frei. Wird auch schon die Bombe gelegt auf B. Ja, die Bombe wird gelegt. Dime kommt auch schon hin, aber ich glaube er kriegt. Doch, er kriegt den. Wenn er hingeht, würde er den Bombenleger sogar noch kriegen. Nee. Ah. Hat er jetzt gezögert? Ja, ich hab die Karte offen hier mit den Pfeilen, das ist schon sehr lustig. Die Orbitalseite liegt da. Seh alles. Seh alles. Das fliegende Auge. Boah, da siehst du nur die Namen fallen. Katie hier mit dem Headshot gegen Kantron. Und wird rausgeholt von Ventura und somit 6-5 für Black Tequilas. Kommt der Laser, einmal angelasert und zack. Jo, ne? Weißt Bescheid. Bam. Mir fehlen die Worte. Mein Fuß ist eingeschlafen. Oh mein Gott.
Ich schneide einfach mal dann das Thema an, der Fuß ist eingeschlafen. Okay, das ist echt ärgerlich, wenn der Fuß einschläft. Ja, es zappelt jetzt so komisch. Übel, das nicht, es snappt zappelt, voll. Es Alter, kribbelt. 5 Leute vom BTZ auf dem B-Spot, ne? Einfach nur 5. Das war aber, ist aber, ne? So sollte einfach, es sein. Einfach, weil sie es können, Alter. Weil fünf es halt Leute, so ist. Ja, ohne Witz, 5 Leute, die sind da einfach nur. Die stehen da eine als Nade, nur. Alter, eine Nade, Mann. Ja, und Noah hier gegen Staatsfeind. Das war der einzige Backup-Spieler. Nate rollt an und Frosty holt den Planter weg. Credo nochmal gegen Lake. Nochmal eine Nade auf den Bombenspot. Aber die Bombe wurde nicht wieder gepickt. Die sind alle noch defensiv und da ist der Teamkill. Centragon hat sich rausgeschlichen aus dem Bus, aber da kam der Spieler von Adex vorbei. Katie holt einen von hinten. Die Bombe wurde gepickt. Kantron mit der Claymore gegen Katie. Boah, das ist schon wieder so mittelgangmäßig. Übelst der Abstieg. Alter. Jetzt chill mal ein bisschen da hier, ne? So, warte, ich muss jetzt mal umschalten, damit ich auch mal was. Ja, labern wir was. Ne? Achso, also die BTZ-Leute ziehen sich zurück. Die sind. Noan an. Ja, er ist hinten dran, aber. Oh, ja. Das war natürlich nicht so geplant. Aber. Aber oh. Ist schon okay. Kemse geht jetzt wieder auf den B-Spot. Da steht aber Alex hinter der Bombe. Ah, ne, er ist schon wieder weggerannt. Jetzt ist B-Spot komplett frei. Black und Frosty. Warum geht Frosty jetzt auf den A-Spot? Das frage ich mich, oder? Aber. Werden das nie erfahren. Ein Mysterium. Jetzt geht Black mal auf den B-Spot, doch nicht. Ich hab gerade gedacht, er geht mal. Ah, er hat ihn, glaube ich, gesehen. Guck dir mal die Map an, das ist voll. Nee, er hat ihn nicht gesehen. 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 Oh. Aber Kempse legt doch nicht die Bombe. Er guckt doch nicht. Nee, bisschen er geht einfach weiter. Er geht einfach weiter. Ey, das sieht voll lustig aus. Ja, ich habe jetzt wieder die normale Karte. Er geht ganz, ganz, ganz hinten rum, glaube ich. So, zwei Leute, aber wenigstens 2-on-1, sie bleiben zusammen, das ist wichtig. Kempse geht jetzt auch auf den A-Spot. Oh, gleich gibt's das Duell, ich schalte mal wieder um. Ich bin auf Kempse drauf. Da sieht er den ersten. Und der holt ihn raus. Und der zweite, Frosty, sauber. Das ist schönes Teamspiel, 2-on-1 von Artex Gaming. Also, das muss man sagen, ne? Das war schön gerade. Der erste wurde rausgeholt, der zweite hat ihn bekommen. Genau so soll's sein. Nachher sagen sie so bestimmt, das war Zufall, aber egal. Ja, es war auf jeden Fall sehr gut gemacht jetzt. Kann man nichts sagen. Ja, da, stimmt. Es kann auch Zufall gewesen sein, aber wir sagen das jetzt mal nicht so. So, ich gehe mal wieder auf die Caitlin Karte. Drauf. Und es gehen wieder 5 Mann auf den B-Spot von Evil. Und da haben wir 2 Leute hinten, ganz weit hinten. Da ist gar nichts am A-Spot. So, Blackie hier in der Mitte. Lame auch in der Mitte am Start. Ewig wird rot. Noam holt einen raus, den Staatsfeind 6G gegen... Ventura, hast du gehört hier? Ich hab's richtig ausgesprochen. Ich hab mich voll angestrengt. Ja, Mann. Applaus dafür, Applaus dafür. Danke, danke, danke. Jetzt auf jeden Fall noch 6 gegen 4. Ah, die Bombe liegt am B-Spot. 6G guckt jetzt mal raus und holt einen raus aus dem Bus. Jawohl. Schön gemacht. Sehr schön gemacht auf jeden Fall. Noch hier einer raus. Nächsten. Jetzt 6 gegen 2. Wo ist Blackie? Blackie ist auch in der Mitte. Aber Lame holt den Mittelgangsspieler raus, den Credo. Und 6 somit gegen Kantron. Einen, ne? Ja, mit Kantron lassen wir uns den Ding. Kantron ist auch oh, in der Mitte. Oh, da hat er den Kopf. Ja, man, Headshot gegen Lame. Und 6G wurde aber auch schon ja, von zwei Seiten angehittet und 6G war sehr gut, holt sehr ihn gut raus. Reagiert auf jeden Fall jetzt. Da hat er laufen reagiert, da hat er gesehen, er schießt. Und er kommt halt echt schön um die Ecke. War auch schon angehittet von Blackie. Ja, war gut gemacht jetzt auf jeden Fall. Teamspiel. War eine sehr gute Runde. Fans, Defense, Defense, Defense. Fans, Defense. So, jetzt wieder? Nein, wir sind nicht parteiisch. Die BTZ greift jetzt nur mit 4 Leuten auf B an, aber warum machen wir das? Na, jetzt kommt der 5. hinterher. Nee, doch nicht. Warum machen die das jetzt? Naja, wie gesagt, werden das nie verstehen. Du müsstest mal so ein Interview einführen nachher, so am Ende. Ja, Mann. Das wäre lustig. Und da Frosty kam die hier. Von wo? Ja, vom B-Spot? Irgendwo. Oh, schön. Schön gesehen. Also, ich habe ihn nicht gesehen. Kann auch daran liegen, dass ich schon ein bisschen was Intus habe, aber egal. Ich habe nur den Rauch gesehen und auf einmal. Bom, bom, bom. Weg. Und da kommt der nächste Rauch. Und da kommt ein. Oh, sauber. Boah, ein sehr Headshot. Schön, sehr schön.
Hier Frosty in seinem Element, einfach nur campen. Das kann er. Ja, Mann. Wir Das sollten ihn konnte er auch schon Campany früher. nennen. Ja, nicht mehr Ja, Mann. Company. Oder Campelot. Oh, und sauber. Campelord! 6G holt den Centragon raus im Bus. So, wir haben hier Blacky. Blacky macht hier wieder wilde Aktionen. Er macht seinen Joystick kaputt. Er macht hier links, rechts, links, rechts. Ich glaube, der Late hat schon einen Spade kaputten bestimmt Joystick in der wieder. Hand. Übel, der hat so einen Analogstick, weißt du, das ist so eine Feder noch. Ja, ich glaube, du kannst dem gar keinen ganzen nehmen. Alles hier. Noan gegen Staatsfeind und so mit Last Man Standing, den Credo. Ist auch schon Wurde gerade angegriffen. Und. Oh, da ist das 8 zu 6, ey. Blacky Sau holt ihn stark. raus. Bin ja gar nicht parteiisch. Nein, überhaupt nicht. Ah, Scoreboard. Scoreboard, warte, ich gehe kurz drauf ein. Wo sehe ich das? Jetzt, nein, jetzt ich sehe es doch Select, nein, nicht. ich sehe es nicht. Oh mein Gott. Ich sehe es nicht. Nein. Oh mein Gott. Warte, vielleicht sehe ich es jetzt ganz kurz. Ja, gleich. Warte, jetzt. Da ist es. 15 also, Kills, 16 Kills, ja, blablabla. 15 und 10 Kills. Also ausgeglichen. Frosty und Noan waren bei uns am stärksten und bei den anderen habe ich es leider nicht mehr wahrgenommen. Hier, man sieht es nur mit den Punkten. Also Haze hat hier 2600 Punkte, also richtig stark, auch mit Bombenlegen. Und der zweite hat 1100, wenn ich das noch richtig sehe. Ja, du siehst das. 1175. Ich korrigiere dich dann schon, wenn das anders ist. Hier, 1175, Kantron. Ah, das ist, weißt du, bei MW3 konntest du damit auch im Nachhinein die Scoreliste einblenden. Das geht jetzt halt nicht mehr. Wir verraffen das auch immer voll, weißt du, in der vorletzten Runde oder letzten Runde. Ja, es könnte ja noch was passieren. Ja. Könnte sich ja immer, noch das Scoreboard immer am ändern. Schnacken, immer am Schnacken. Ja, du schnackst hier. Ja, dann halte ich meinen Mund, dann kannst du schnacken. Nee, lass mal. Das ist scheiße. Ne, komm hier, schnack du mal eine Runde. Ich genieße mein Bier. Achso, du genießt jetzt mal. Der nahm Prosit auf das Bier. Also wir sind jetzt gerade hier in der Halbzeitpause von Aftermath. Artex Gaming hat dieses Spiel mit 8 zu 6 gewonnen. Nachdem sie gut verschoben haben dann, als sie gemerkt haben, dass BTZ den B-Spot einfach favorisiert hat, haben sie einfach noch einen zweiten Mann auf B geschickt. Das hat sehr gut funktioniert. Und ja, BTZ ist einfach aufgelaufen dann in den folgenden Runden. Haben zwar noch ein, zwei Runden zwischendurch geholt, war aber dann trotzdem sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was die Leute hier machen. Sie wechseln fleißig die Teams, gehen Pipi machen oder sowas, keine Ahnung. Ja, da kommt ja ein sein. Typisches Wut. 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 Wut, 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 Wut. Ja, jetzt ist auch mal wieder gut. Wir müssen mal ein ich bisschen mag mein Professionalität Wut. Ausstrahlen. Ach, ja, genau. XG-Professionalität. Ja, das war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Ja, Wut. 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 Applaus dafür. Applaus dafür, ja. Applaus, Applaus. Oh mein Gott. Sag mich, was da los ist gerade, was die so lange machen. Soll ich mal einfach in das Team reinjoinen und Hallo sagen? Warte mal. Nee. Warte, Hallo. Ich hab eine Idee. Ich schalte die mal alle entstumm. Also, wen soll ich hier entstummen? Sag mir, wen ich entstumm soll. Entstumm ja. Leim. Entstumm mal Leim. Und gucken wir mal, was abgeht. Leim, mal gucken. Egal, dann klatschst du halt. Egal, dann klatschst du halt. Ja, war saugut. Das Wort zum Sonntag. Warte, ja. Warte, wir hören weiter. Es kommt Gelächter. Du hast doch gerade ein paar Leute im Hintergrund gehört. Buje. So. Okay, ja, buje. Buje, buje, buje. Buje, 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 buje. Ja, African Style, my friend. So, wenn jetzt, sag schnell, bevor sie starten. Entmute Sexagy. Sexagy, entmuted. Er sagt nix. Guck mal, die zwei Bobbys da unten, Junge. Hat die bestimmt gerade am Laden, ne? Genau im richtigen Moment entstürmt, Alter. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gehört, Mann. Er hat gesagt, guck mal die zwei Bobbys da unten, ja, was die gerade labern. Ach so, zwei Donut-Bäuche, James Bond 007 und James Bond 008. Ach so, ja, das hat ein Nachspiel, ja. Ihr mögt auch so gerne Dann Donut, wir uns merken. Oder? Alter, wenn der wüsste, dass wir ihn gerade aufnehmen. Egal, you gotta be on YouTube, my friend. Ja, Mann, you gotta be on YouTube. Schreib also, ihm mal, Alter. Alles Gute auf YouTube. Definitiv wird das ein Nachspiel haben. Ich schreibe ihm jetzt, das hat ein Nachspiel. Ey,
Wir müssen Ja, mal jetzt auf gucken, was jeden er dazu Fall sagt. uns alle konzentrieren, so, ne? Sonst. So, sag mal schnell einen Namen. Sag mal schnell einen Namen. Los. Von den Ja, mute einfach BDZ-Leuten. Von den irgendjemanden. BDZ-Leuten. Mute Ich mach einfach mal. jemanden. Ah, ich mach Credo. Da bin ich gerade drauf. Credo, was sagt Credo? Nichts. Mein Gott. Er sagt echt nichts. Wie kann man nichts sagen? Credo, du enttäuscht mich. Warte, wir gehen auf Kantron drauf. Kantron sagt. Auch nichts. Alter, haben Jetzt die mich gestummt? entmute mal Sexy, ich habe ihm geschrieben. Sex, warte, 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 warte. Oh mein Gott. Ja, jetzt. Warte, ich mach Katie auch einen Sturm hier. Die lacht gerade. Echt? Einfach nur, um euch alle einmal so zu sehen beim Machen, ins Kino Ey, gehen. Rampy, das hat kein Nachspiel. Von wegen, Junge. Von wegen. Mach du mal deinen Was komisches sagt er da? Gelaber da Ich höre oben. ich ja nichts. Dann gehen wir weiter. Mach du mal dein Ich höre gar komisches nichts mehr. Gelaber. Und lenk mich hier Schlaftet nicht ab der. hier, Ach ne? so, Schreib dir keine ja. E-Mail mehr, ne? Ach so. Doch nur ein bisschen Spaß. So ein bisschen Ein bisschen Spaß muss Spaß muss sein. sein. Genau. Jawohl, los So, jetzt. jetzt geht die zweite Runde los. Ein Stückchen vom Rückrunde. Weite, Artex Gaming weißt jetzt du? Oder eingreifen. auch Traum. Übel Muss lustig. meine Zigarette ausmachen Ich muss den erstmal gleich wieder stummen. Und ich muss meinen Kuchen fertig essen und Boah. mein Bier trinken. Also wir haben hier die zweite Halbzeit von Linksdecke. Aftermath und Sexy crasht dazwischen. Aftermatch. Ah, Junge, ich muss den Stumm Ist mein schalten. Schenkelklopper, Junge. So, und stumm. So, 22 Sekunden noch am Start jetzt hier. Wir haben Artex Gaming auf der Angriffsseite und Black Tequilas auf der Verteidigung. Also die Artex-Leute haben 6, 8 zu 6, 8 zu 6? 8 zu 6. 8 zu 6 gespielt im Angriff, in der Verteidigung. Ja, Verteidigung. In der Verteidigung. Und mal gucken, wie sie sich jetzt schlagen. Alles ist gut, Werde ne? dich einfach nur verbessern. Ja, das passt doch. Alles Da haben gut. wir genug zu reden. Na, also Aufstellung, wir haben zwei Leute von BTZ auf dem B-Spot, vier Leute in der Mitte, beziehungsweise A-Spot. Und Artex Gamer macht einfach mal sechs Leute auf dem B-Spot drauf, also einfach nur sechs Leute. Was es Was auch können. richtig ist. Duan stürmt hier Weil noch sie nach es vorne. können, Und Da sind wir auch kämpft schon gegen drauf. Sexy. Duan schießt doch Oh. den eigenen Spieler an und wird auch rausgeholt. Also das war Oh. totale Verwirrung gerade da vorne am Spot. Also mehr kannst du es nicht nennen. So, jetzt noch drei Leute von Artex Gaming am Leben, sechs Leute von BDZ. Der wird auch schon die komische Truck-Pose geholt. Da siehst du den gar nicht. Den Kratos, der hat einen Kill geholt gegen Frosty. Also diese Pose ist so unheimlich geil. Haste nochmal gegen Katie und somit Last Man Standing der Lime. Lame wird auch schon übelst hart angehittet. Alle rufen nach einfach. Und da Aber holt noch holt noch einen den raus. Haste raus und Und jetzt wird ist aber geholt down. von Kratos. War totale Verwirrung. Oh, aber ohne Witz, vorne beim Truck, ne? Da war Teamkill fast und dann noch vorne laufen und Sniperschuss und hier hast du das gesehen und Nades und BAM und alles. Totale Zerstörung. Ohne Witz. So, Rampy, ich lass mal dir das Wort hier. Na, ich hab gerade noch Kuchen, aber ich bin gleich fertig. So, jetzt. Ja. Also sie gehen auf A, Artex Gaming rennt auf A. Dann werde ich gleich mal rüberschalten. Und BDZ nur mit einem einzigen in der Mitte, also sie haben echt nur einen in der Mitte. Der sich jetzt auch schon wieder zurückzieht und Artex Gaming ist schon auf dem A-Spot drauf. Also sie könnten schon durchgehen. Sie sind schon drauf, es wird auch gleich die Bombe gelegt. Jetzt wird die Bombe angefangen zu legen. BDZ kommt jetzt auch ganz langsam nach, mal nach, aber irgendwie zu langsam. Da ist auch schon die Bombe gelegt. BDZ kommt jetzt auch durch die Mitte. Wurde rausgeholt. Noch einer rausgeholt von Alex. Und der zweite auch noch. Artex Gaming jetzt mit 5 gegen. Warte. Einen, Credo, Last Man 5 Standing. gegen 1. 5? 5 gegen 1. Ja, Mann, Nein, 4 gegen 5. 1. 4 gegen 1. 4 gegen 1. Und da war es das auch schon. Übel, da kam das Gespraye, Alter, zack, von rechts. Und von vorne kam Noah an, also keine Chance. Auf jeden Fall eine gute Runde jetzt von Artex. Auf jeden, da haben sie den A-Spot gestürmt und später Z-Leute waren auf jeden Fall auf B-Spot eingestimmt. Das war jetzt totale Zerstörung, nicht nur Totale Verwirrung. Zerstörung. Nein, wir sind nicht parteiisch, nochmal. Natürlich nicht. Ich habe ja So, nur in ich. Teamspeak hier ein Artex Gaming Clan Na, ein drin. bisschen hier eine entspannte Runde, ein bisschen was trinken, weißt du, Real Life und so und Ach, E-Sport so und Gaming. ein bisschen verbinden alles. Ein Sie gehen bisschen nochmal auf verbinden, A. weißt du? Connection. Artex geht nochmal auf A. Staatsfeind hat hier oben einen gespeckt schon.
um Centragon gegen Nuan, Sexagy hier Double Kill gegen Haze und Kempsel, Kantron Double Kill gegen Katie und Black Thunder, Frosty gegen Kantron, Centra gegen Lame und Staatsfeind gegen Frosty. Also hier ist übelst die Action. Sexagy jetzt hier Last Man Standing. Mein Fuß ist schon wieder eingeschlafen. Gegen drei Leute, sehr interessant. Wie fühlt sich denn das Kribbeln an eigentlich so? Ja, es kribbelt ein bisschen. Ist das so ein angenehmes so Kribbeln oder nein, so ein bisschen? Nein, es ist ein stechendes Kribbeln. Ein stechendes Kribbeln. Ein somit. Stechendes Kribbeln. Okay. Kennst du Mücken? Ich frage ja nur. Kennst du Mücken? Kennst du Mücken? Das ist eine sehr gute Frage. Weil die jucken auch immer. Ein bisschen. Ein bisschen, ja. In diesem Sinn, ich habe einen Mückenstich auf meinem Fuß. Lol. Ja, das also ist ich sehr weiß interessant. Jetzt nicht, was Sexagy da jetzt gerade macht. Also der entfernt sich immer weiter von der Bombe. Ja, also ich habe ja die Karte eingeblendet. Es sieht schon sehr lustig aus. Also auf einer Seite komplett BTZ mit drei Leuten und auf der anderen Seite ja, Sexagy ganz gespeckt, allein und einsam. Weißt du, und die werden wir müssen jetzt so ein Bild einblenden, so ein Heuballen, der durch so eine Prärie jagt oder so. Ja, Mann. Oder einfach nur der Soundtrack. Lonely. Ah, jetzt kommt's gleich zum Event hier. Pass auf. Oh mein Gott, er sieht ihn nicht oder er ist unten, keine Ahnung. Nee, der ist unten. Nee, er ist unten. Die sind alle unten. Und jetzt wird der Fahrstuhl wird gestürmt mit einer enormen, kranken Geschwindigkeit, wird die Leiter runtergeklettert. So wie zum Thema, wir labern Scheiße, Sexy, ja. Das hast du jetzt dir selber zu verschulden, Netz mein Freund. Und es macht klack, klack, boom und zack, der erste ist gefallen und Credo ist down. Da wird der zweite geholt und der holt one on one. One on one. Und er kommt rechts, oh mein Gott, wenn er noch, oh mein Gott, guckt die Karte an und es ist einfach nur so spannend. Sexy könnte es machen, hat ihn angehört, hat ihn gesehen auf jeden Fall. Die Zeit läuft runter, 22 Sekunden nur noch. Und er ist immer noch drin im Spot. Er ist hinter der Theke, der Gegner, und er hat den Rücken zugewendet und er wird angehört. Und nein, er holt ihn nicht raus. Schade. Staatsfeind hat's gemacht. Oh, schön von Sexagy noch zwei Leute geholt. Der letzte war ein bisschen unlucky, würde ich mal sagen. Ja, aber hätte ihn noch. Ja, ne? Da haben beide etwas gesponscht, ja, sag ich mal. Naja, Sexagy hat den Rücken zugedreht und Staatsfeind hat da schon geballert. Ne? Also, ne? Also, Sexagy hätte es verdient gehabt. Die Bombe wird vergessen hier am Spot. So, wir haben bei BTZ drei Leute auf dem B-Spot und zwei Leute in der Mitte, einer auf dem A-Spot. Ich suche mal meinen Controller, Alter, um rumzudrücken, aber ich krieg ihn nicht. Oh, eine Nade und vier Leute von Artex Gaming sind down. Beim Krankenwagen. Wenn diese Nade kommen würde. Ja, aber sie kommt nicht. Komischerweise. Und da werden auch schon die ersten Leute rausgeholt. Hier Haze gegen Sexagy und wird gecontent von Frosty. So, was sagt Frosty? Frosty meint, er hat die Bombe und macht ein bisschen Backup. Kämpft hier gegen Lame. Centra gegen Katie. So, jetzt haben wir noch Noan am Start mit Frosty. Noan und Frosty sind zusammen im 2-on-5. Das wird ein hartes Ding. So, wir aber gehen sind beide zusammen? Ja, wir gehen auf BTZ, Leute. Die meinten auch so, ja, Leute, wir haben 5 Leute noch, wir machen die Mitte dicht und alles andere auch. Was eine sehr gute Philosophie ist in diesem Moment. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja, Gemütlichkeit. Wir hören mal auf zu singen, würde ich sagen. Das haben wir nicht weißt so Bescheid? Drauf. Hakuna Matata, wir sind die nächsten Hakuna DSDS, Matata. Leute. Weißt du Bescheid? Ja, wir gehen DSDS, aber wir werden einfach verscheißen. Aber dabei sein ist alles, hat sich auch dieser, wie hieß der Typ, Michael Jackson immer nachgemacht hat? War das nicht Menderes? Menderes, genau. Applaus dafür. Nee. Da krieg ich keinen Applaus, Alter. Ja doch, dass er so oft versucht hat. Ja, man und muss hier auch wird schon bisschen... rumgesprayt. Ja. Achso, ja, wir gehen wieder zurück ein bisschen zurück zum Spiel. Da kam auch schon eine Claymore, eine eigene Claymore und er hat die Claymore vorm Gesicht. Weißt du, da sieht man doch wunderschön diese roten Strahlen, ne? Diese roten Strahlen, natürlich... Ne? Claymore weiß Bescheid. Wenn du die roten Strahlen siehst, ist es meistens schon zu spät. Du machst Bumm und Staatsfeind holt Noan raus. 3-1 für Black Dequilas gegen Artex Gaming hier in der zweiten Halbzeit von Aftermath. Aftermatch, ja. Wir haben jetzt meinen Kuchen leer gegessen. Was ist da los? Da fragt man sich, was da los ist. Ja. Ich bleib mal auf Noan drauf, ich glaube, ich hatte den noch nicht mal. Hier. Hat MP7 am Start mit. Und sie gehen wieder auf A. Was hat er noch drauf? Leichtgewicht, Toughness, Extrembedingungen, Tactical. So, Frosty gegen Staatsfeind, Black Thunder gegen Centra, Haze gegen Lame.
Die Bombe ist immer noch quasi in der Mitte. Kantron gegen Black Thunder. Der A-Spot ist nicht gesichert. Sexergy aber ist der jetzt auch in der B-Spot ist Mitte. Auch nicht safe von denen, ne? Der weiß, Also sie müssen sie jetzt wissen einfach nicht, auf B ja, sie verschieben. wissen nicht wohin. Sind jetzt alle in der Mitte quasi. So, die BTZ-Leute haben den A-Spot dicht. Und hinterlaufen auch schon. Ein hinterläuft. Wer Einer hinterläuft da? Hinterläuft, ja. Ich bin auf den falschen Leuten drauf, sagt mir das doch. Ja, so. Ich weiß es noch nicht. Chris, so, ich hab den Hinterläufer, ich hab hier Haze hinterläuft. Haze Unsere hinterläuft? Leute Okay. immer noch in der Mitte. Jetzt fixieren sie sich so langsam auf den A-Spot, aber auch nur recht langsam. So, ich gehe mal auf den Bombenträger wieder drauf. Sexy hat hier einen gehittet und holt ihn raus. Sauber. Den Credo. Aber auf jeden Fall sehr schön gemacht. Long Range. Haze ist jetzt auf jeden Fall schon ganz hinten durch, war. Ja, der ist auf jeden Fall durch. Die Leute immer noch in der Mitte. Einer auf dem A-Spot. Haze kommt jetzt auch zum A-Spot und einer im Spawn bei den Gegnern. Und da wird fast der Cheap-Kill vollzogen. Aber, ne? Nur fast. Aber, ja. Ja, also sie wissen jetzt nicht wohin. Also sie sind definitiv zu langsam. Sie lassen sich zu viel Zeit. So, Haze ist jetzt in der Zwischenzeit auch im A-Spot drinne. Und dann denkt sie auch nur, Alter, wo sind die Gegner? Die sind so langsam. Ich denke mal nicht, also ich weiß ja nicht, ob da jetzt ein Plan dahinter steckt. Ich werde jetzt einfach mal die Leute von Artex mal laut schalten hier und dann mal. Warte mal, ich muss mal lauter machen. Kann ich das auch machen? Ja, du gehst einfach auf die Leute und dann auf Linksklick, auf das Team und dann hörst du das Team. Ja, warte, da muss ich die aber, glaube ich, vorher entmuten. Nee, musst du nicht. Jetzt müsstest du die Leute eigentlich hören. Warte, ich mache Artex laut. Meine muss vor. Noch zwei Stück. Oh. Eine Mitte gucken. Sehr schön. Hörst du die Leute? Ja, ich höre sie. Ja, sauber. Ich bin aber auf BTZ drauf. Jetzt warte mal. Ich höre die gerade. Es bleibt spannend. Ich höre jetzt mal den Artex-Leuten zu, was die so quatschen. Aber sie quatschen einfach mal gar nicht. Von hinten, die kommen zu zweit von hinten jetzt auf jeden Fall. Okay. Noch einer. Ach, sind beide da. Und da war es das auch schon. Schön auf jeden Fall sauber. Durchgerückt jetzt auf B. Nach einer langen Zeit. Aber es hat funktioniert. Das ist das, was zählt. Ich werde dann die Leute mal fragen, ob da ein Plan dahinter gesteckt hat. Bestimmt nicht. Ich denke nicht, aber. Das war intuitiv entschieden. Hallo, wir sind Artex Gaming. Da steckt überall immer ein Plan dahinter. Ne? Natürlich. Ne? Wir müssen da schon so. Wir müssen. unparteiisch. So, ich bin mal auf Zentragon drauf. Zentragon stürmt hier die Mitte. Hat die Typ 25 am Start, hat auch einen gestunt. Den Nate kommt hinterher geschmissen, hat ihn ein bisschen zu lange in der Hand. Die Nate explodiert quasi genau vor seinem Gesicht. Wird aber nicht angehittet. Dann mit Sexy rausgeholt von Zentragon. Wurde ja auch vorher angehittet. Dann kam Black Thunder noch, holt ihn raus. Der kontert ihn quasi. Hier ist übrigens die Action. Startpack ist down. Haze holt Black Thunder raus. Camps in Lame. Dann haben wir noch 4 Leute von Black the Killers am Start und 2 Leute von Artex Gaming. Noam hier auch in der Mitte mit Frosty zusammen. Noam hat hier einen gespeckt. Drück mal Bubblewasser. Was, Sekt? Du sollst Bubblewasser trinken. Wieso Bubblewasser? Ja, hier dein Bacardi oder was auch immer. Nee, ich habe ein Bierchen am Start. Bacardi ist schon leer. Achso, Bierchen? Okay. Ja, ein Bierchen. Großartig. Hier jetzt aber schön, ne? Turn irgendwas Situation, Turn vor und die sind komplett auseinander, also das ist echt unschön. Jetzt versuchen sie aufzurücken, versuchen sie wieder nebeneinander zu rennen. Jetzt sind sie zusammen, das ist schon mal von Vorteil gegen 4 Leute. Also da kann man einiges noch reißen, ist noch nichts entschieden. Aber BTZ, sie stehen auch extrem, ja, wie soll man das sagen? Wenn sie jetzt auf B rennen so würden, ne? Dann wären sie auf jeden Fall einfacher dran. Jetzt wird Frosty rausgeholt. Und da ist auch der Fahrstuhlmensch Noam. Noam holt noch Haze raus, aber von oben kam gleich Kämpse und hat ihn mit der Typ rausgeholt. Und somit 4 zu 2 jetzt für BTZ. Ich muss es ja mal so ansprechen, aber diese Franzosenflagge da drin, die gefällt mir nicht. Hm? Ja, die macht mich auch leicht aggressiv. Kommt wieder dieser persönliche Gräuel gegen diese weiß, Leute. Ja, ich weiß auch nicht. Also das ist vielleicht in der Geschichte verankert in den Genen, weißt du. Ja, es kann gut das möglich sein, aber jetzt überlassen sie sich. Nee, dann heißt es nachher wieder, oh, XGTV sind voll die Nazis. Nee, nee. Nee, so nee, ist nee. Das nicht.
Wir mögen auch Ausländer, also so ist es nicht. Es kommt bloß drauf an, auf welchen. Genau wie Deutsche, wir mögen auch nicht alle Deutschen. Ja, so ist es. So, zurück zum Spiel. Ich frage mich gerade, zurück zum Spiel hier. Also, Sexy G auf B ist und der Rest. Wir sind hier beim A-Spot quasi durch. Da ist noch eine Claymore, die wird gespeckt. Wird durch die Wand geschossen, aber leider nicht getroffen. Loan hat sie hoffentlich angesagt. So, was ist hier los? Ich will auf den richtigen Mann rauf. Einer ist im Fahrstuhl, lasse, der hat einen roten Punkt gesehen. So, Zentral holt Noah raus, der ist vorne, wird aber gecountert von Black Thunder. Hier ist voll die Action drin, irgendwas ist explodiert, die Claymore oder so, einer hittet ihn vorne an. Und Katie holt Staatsfand raus, Blackie war noch übelst rot, wird geholt von Haze. Somit noch 2-on-2-Situation. Artex-Leute sind auf dem A-Spot drauf, mit der Bombe. Wird auch schon gesprayt, einer ist im Fahrstuhl drinne. Einer ist unten drin. Sexy G holt ihn noch raus. Und Katie ist die holt den Fahrstuhlmenschen, den Haze Ventura und somit 4-3. Den Fahrstuhlmenschen? Ja! Den Vertreter! Den Vertreter! Den Vertreter, ja. 4-3 für Black Tequilas. War auf jeden Fall gut gemacht jetzt die Runde. Ja, das war mal ein Argo, ne? Ich muss mal, glaube ich, am Anfang. Ja, aber die Karte warum? Aufmachen. Es war einer auf B, komischerweise. Aber das echt ist normal jetzt? Nicht so. Ja, aber es hat funktioniert. Ne? Komischerweise. Lol. Aber es war okay. Ja, aber die Bombe war auf dem A-Spot, glaub. Na, das wird wieder ein Argo. Das wird wieder ein Argo. Und Black Tequila ist wieder zwei Mann auf dem A, zwei Mann in der Mitte. Oh, jetzt geht's aber. Jetzt gehen sie wieder mit zwei. Genau. Da kommt die Oh, da ist die Nail von Central. Sexy G ist draußen. Die kommen so, auch schon durch die Mitte Noah, gepusht jetzt. Noah hat einen gestunt mit Tactical. Kämpfst du hier gegen KG? Blackie gegen Kempsey, Kantron gegen Frosty. Also unten ist übelst die Action. Und Credo wird holt Loan raus. Kantron gegen Blackie. Und somit 5-3 für Black Tequilas. Die Runde war wieder episch schnell zu Ende. Ich trinke mein Bier. Rappi, du bist dran. Achso, ja, wenn nur die schnellen Runden muss ich dann nicht machen, oder? Okay. Gut, dann machen wir. Ne, ich hab jetzt hier, guck mal, das waren. Ja, ist ja gut. Ja. Ja. Your stage is yours, ne? Okay, the stage is yours. Stage is yours. So, wir schauen jetzt mal. Artex Gaming wird auf B laufen. Das sieht man natürlich gleich, wie die Pfeilchen laufen. Es werden auf jeden Fall zwei entgegenkommen von BDZ. Es sind noch zwei Rusher, also steht keiner defensiv. Oh, der hat Selbstmord gemacht. Nice, ich war sogar drauf. Das war echt lustig. Aber jetzt, der B-Spot ist eigentlich schon so gut wie safe. Der Bombenleger muss einfach mal ran. Jetzt einfach mal die Bombe legen. Wird auch schon die Bombe gelegt, glaube ich. Ja, das ist gut. Also 4 gegen 3 jetzt. Aus Sicht von Artex Gaming. 3 gegen 3. Wurde jetzt gekontert. Ich muss jetzt mal hier durchschalten. Claymore hat den Kantron. Durch die Claymore rausgeholt. Noah holt Center raus. Wollte die Bombe entschärfen, wird aber rausgezogen und da ist es auch schon vorbei. Lime hat den letzten Kill gemacht. Da schade an Credo auf jeden Fall. Aber man kann nicht alles haben. Oh mein Gott, etwas Schreckliches bahnt sich an. Etwas denn? Ich muss auf Toilette. Oh, das ist nicht so toll. Ja, also du kannst dann gerne gehen, ich werde dann... Das Bier und der Bacardi drückt auf jeden Fall, aber eine Runde schaffe ich noch. Ich werde mal ein bisschen quatschen. Ja, kannst du nächste Runde. Ich bin auf Staatsfeind drauf, aber der war schon übel oft drauf. Ich weiß auch nicht, wo soll ich rauf? Credo weiß auch nicht, Sexy G, Noan. Also sie machen jetzt auf jeden Fall ein Argo wieder. Der Rabumträger ist oben über am A-Spot. Hat eine M8 am Start. Staatsfeind gegen Lane, Kantron gegen Frosty. Schön durch die Wand gesprayt hier. Von Sexy G gegen Kempse. Noan holt auch noch den Kantron raus. Und noch 3 Leute vom BTZ übrig. Gegen, 4 Leute vom von Artex Gaming. Artex Gaming wurde stark dezimiert. Jetzt nur noch 2. Zentragon hier wieder richtig starkes Stück gerissen. Und da, boah, da hat Sexy G ihn schön rausgeholt. Staatsfeind. Ah, da kam. Und, oh mein Gott. Sexy G holt ihn raus. Sauber. Schöne Sache, Haze, Last Man Standing vom Team BTZ, Sexy G mit der Bombe am Start beim A-Spot. Jetzt wird's aber schwierig langsam. Ja, ein Stück. Haze, kommt da rum. Jetzt wird auch die Bombe gelegt. Und er hat ihn raus. Und er hat ihn raus. Oh, wie schade. Also schön gemacht von Haze, aber schade für Artex. Oh, das war jetzt richtig aber ohne ärgerlich. Witz, das war echt. Aha, ohne Witz, das war schön in Schuss reingejumpt, das war echt unterfehlt. Das war jetzt echt ärgerlich aus Sicht von Artex. Hättest du Schaft drinne, dann hättest du alles wieder rausgerissen, aber Schaft ist ja verboten. So, ich gehe. Ja, leider.
Warte, ich gehe auf Raum. Ich gehe so, ja, auf Zentragon. Hier, damit du Bescheid weißt. Ich bin jetzt, ja, okay. Kein Problem. Also, Atex wird jetzt wieder ein Argo starten. Sehe ich das gerade? Mit drei Leuten durch die Mitte. Eine ganz neue Variante auf jeden Fall. Aber da wird auch schon der erste rausgeholt von Credo gegen Black Panther. Noan und Sexity stehen da jetzt oben. Wollen da versuchen, zu zweit durchzukommen. Aber Credo hat Lime auch schon rausgezogen. Also, aus der Mitte sind schon zwei raus. Noan hat jetzt Credo gekontert. Jetzt sind es noch 4 gegen 5. Und Kenzo holt Frosty raus, Zentragon holt Katie raus. Jetzt sind es nur noch 2 gegen 5. Nur noch Sexy und Noan sind hier im Spiel. Wenn man auf die Karte schaut, ja, der komplette A-Spot ist komplett dicht. Jetzt nur noch Sexy ganz alleine. Gegen 5 Leute. Richtig schwer. Wird jetzt auch gespeckt und da ist auch schon vorbei. Hemse holt 6G raus, da ist das 7 hier aus Sicht von BTZ. Da haben wir wieder meinen Freund mit der Franzosenfahne. Wir sind nicht ausländerfeindlich oder sowas. Sieht man falsch. Wir haben ja auch einen Franzosen bei uns im Clan, also nehmt das nicht so ernst. Ja. Jetzt, wo geht die Bombe hin? Was ich geht? Nicht, wo die Bombe hin. Warum die Bombe rennt die Bombe im Spawn? Warum? Die Bombe ist im Spawn. Ich bin wieder da. Aber warum rennt also, die Bombe in den Spawn? Artex Gaming nicht. Macht hier ganz schön defensiv gerade, so wie ich das sehe. Ja, die Defensive hat gestern auch ganz gut funktioniert, aber ich verstehe nicht. Ja, da wird schon der erste rausgezogen. So wie zum Thema Defensive. Sexy hier gegen Staatsfeind. 5 und 5. Kantron. Im A-Spot alleine, so wie ich das sehe. Der Rest ist auch im B-Spot und Mittelteil verteilt. Von BTZ. Sexy hier mit der Bombe versucht auf dem A-Spot Mittelteil ein bisschen zu pushen. Hat hier die Sun geworfen. Noan auf dem B-Spot drauf. Katie auch auf dem B-Spot. Frosty oben über dem A-Spot. Und Sunday auch auf dem B-Spot. Da fragt man sich, warum die Bombe alleine auf dem A-Spot ist. Sie sollten einfach auf A gehen. Sie sollten einfach auf A gehen. Und da wird er angehittet. Einer wird angehittet in der Mitte. Die Nate wird geschmissen. Überall sind diese Brocken von Gebäuden, ne? Krasse Scheiße. Ja, wie gesagt, also ich hatte gestern ja zweimal schön den Fail, wo ich meine Granate gegen dieses Metallteil geworfen habe. Ja, und du kochst die Granate an und dann noch einmal so, oh mein Gott, da ist irgendwas! Boom, Selbstmord. Ja, da Frosty war das hier gegen Credo, Blackie gegen Kempse, also das sieht gar nicht schlecht aus. Haze holt jetzt Blackie raus und Katie den Haze gleich gekontert, somit zweite Note vom BTZ am Leben und vier Aber Leute die Bombe von Artex. Ist alleine in der Mitte. Ja, die Bombe ist alleine. Ich weiß nicht, warum der Bombenträger nicht bei seinen Leuten bleibt oder wenigstens auf irgendeinem Spot, weil er ist ja jetzt wieder in der Mitte. Also das sehe ich nicht ganz durch. Ich weiß nicht, einer ist von den BTZ-Leuten auf dem A-Spot, einer auf dem B-Spot. Frosty ist über den A-Spot, einer sprayt da rum von unseren Leuten. Und da, hier, hat er, da holt er ihn noch raus. Jetzt so müsste raus. Man gleich auf den Spot drauf rennen. Ja, Mann. Aber sie gehen auf den B-Spot. Ja, endlich gehen sie zusammen auf den B-Spot. Ja, sieht doch schon sehr cool aus so. Gerade. Also die ganzen Feinchen laufen auf alle dorthin. So, der letzte von BTZ ist noch im A-Spot und gleich wird er sich merken, fuck, falsche Bombe. Ich bleib auch mal direkt drauf. Hier, Zentragon ist sie. Last Man Standing von BTZ. Ich bleib jetzt einfach mal auf Frosty drauf. Nee, der liegt da kacke, auf dem bleib ich nicht. Und er wird auch schon rausgeholt aus dem dunklen Gang. Katie lag da in dem dunklen Eck. So. Schöne Posi, eklige Posi. Ja, sehr eklige Posi. Aber sie Posi saß da nur. Fall. Sie saß da, sie lag noch nicht mal. Ja, die Posi ist echt mies, ja. Aber es funktioniert immer wieder. Ja, die ist echt bitter. Lol, die Runde startet und ich bin immer auf Sexy drauf. Ja, ich auch, komischerweise. Komisch. Schalt jetzt mal wieder auf die Pfeilchen, um zu sehen, wo die langlaufen. Auf die Pfeilchen, das hört sich auch gut an. Karte. Also es wird ein, ja... Irgendwas Go. Ein alles Go. So muss man das halt einfach mal ansprechen. Ich gehe mal auf den Bombenträger. Die Bombe am weitesten vorne, ja? Ja, das interessiert mich auch. Also der Bombenträger ist irgendwie oben. Jetzt geht er wieder zurück, er hat Angst. Ja, Oder jetzt geht er wieder vor. Also irgendwie... Sollten wir auf B verschieben, ich weiß nicht, die Spielweise ist irgendwie gerade ein bisschen unverständlich, so. Aber wir brauchen nur noch eine Runde, also Artex Gaming, und dann haben wir noch hier auf jeden Fall das Unentschieden. Safe. Deswegen ist es gar nicht Nate so grade. Schlecht, dass man einfach mal defensiv steht, weil. Aber Zentron gegen Lame. Ja, das war dann nicht so geplant. Das war dann nicht so geplant, ne, das kann ich mir vorstellen. Du Lapp. Ja,
aber auch defensive Spielweise jetzt hier von Zaxxergy, Noan ist auf dem B-Spot. Die sind auf dem B-Spot durch. Warum kommt die Bombe nicht auf dem B-Spot? Ich versteh's nicht. Auf dem B-Spot haben sie auch nur zwei BTZ-Verteidiger. Also, die sprayen sich gegenseitig an. Oh, da wurde die Bombe rausgeholt. Da ist auch die Bombe gepickt jetzt schon. Ah, okay. Es hat wieder... Und wieder ist die Bombe da. Ja, also ich verstehe nicht, warum die Bombe in der Mitte degen muss. Das ist unerklärlich. Blacky jetzt hier gegen Credo. Und Staatsfeind gegen Blacky. Nur noch zwei Leute von Artex Gaming am Leben gegen vier Leute von BDZ. Also das wird echt knifflig. Wir schauen mal auf die Map. Zwei Leute haben die Mitte, drei Leute fast, da wird auch schon hart rumgesprayt. Noan läuft in den gegnerischen Spieler rein, Camps holt ihn raus. So mit Kate, die last woman. Standing. Ja. Hast du gecheckt? Ich hab's gerafft. Aha, du hast es auch gerafft, okay. Hey, Will. Ja, Applaus dafür. Danke, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. So, aber was soll sie machen, ne? Ja, man ist halt jetzt einfach aufgeschmissen, ne? Wenn man man denkt sich auch so, was soll ich machen? Man denkt sich dann einfach, what the fuck? Wohin? Was tun? Jetzt schaut sie da, sitzt sie auch den ersten Rutsch. Muss sie noch raus. Aber da verschiebt auch schon jeder. Der Fahrstuhl ist runtergegangen und Fahrstuhl. Und da ist es dann auch vorbei. Mit einer Runde. Der Staatsfeind. Gewinnt BTZ dann auch die Hausmap von Artex Game. Aber schön gespielt von beiden Seiten, schön knapp. Es war auf jeden Fall ein schönes, knappes CW. Auch wenn wir eigentlich hätten unsere Map jetzt gewinnen können. Na, es war eine Runde. Also ich fand es ausgeglichen eigentlich. War auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel auf der Map. Auf jeden Fall von Artex Gaming haben ein paar Ansagen gefehlt. Und wir schauen mal aufs Scoreboard. Hier 14 Kills, 12 Kills, Centra, Staatsfeind, 12 Kills von Noem und Zaxxergy. Und da war das Scoreboard auch schon wieder weg. Da war es schon wieder. Jetzt habe ich sie alle entmuted. Warum entmuted? Ich muss sie stumm machen. Oh mein Gott. Wir müssen noch ein Schlusswort machen. Das weiß ich auch. Warte. Oh mein Gott. Rampy, du kannst schon mal anfangen. Ich bin hier alle am Muten. Ja, ich habe erstmal GG in meinen Clan-Tag gemacht. Ja. Schön, obwohl du gar nicht mitgespielt hast. Nein, natürlich nicht. Aber nice, nice. Es gehört halt einfach dazu. Ich lass mal Cast drin, ne? Scheiß drauf. Auf jeden Fall schönes Spiel, Standoff und Aftermath von beiden Parteien. Also bei Standoff hat man gesehen, dass BTZ dominiert hat. Das muss man so sagen. Auf jeden Fall, das war auch so. Das war auch ihre Hausmap. Ja. Und Aftermath war jetzt die Hausmap von Artex Gaming und haben wir mit einer Runde zu wenig verloren quasi. Wenn ich mal wieder sagen darf. Ja, du darfst es wieder jetzt so parteiisch auch sagen. Ja, Mann. So, und es war ärgerlich. Es waren ein paar Abstimmigkeiten, ein paar Fehler drin von Artex Gaming. Das hat man gesehen. Die Bombe war allein in der Mitte in den letzten zwei, drei Runden. Das war ein Fehler auf jeden Fall. Würde ich mal so sagen. Ne, darfst du mich auch gerne korrigieren? Also so sehe ich das. Da wir das aber jetzt auch alles auf Band haben, können wir das auch analysieren und natürlich, das können wir auch gerne machen. Beim nächsten Mal. Ich glaube, unsere Leute hassen uns auch, wenn wir gegen die irgendwie flamen oder so. Ja, aber damit muss man halt auch einfach klarkommen, weil wir dürfen halt einfach nicht parteiisch sein. Ja, das ist leider so. Man muss halt einfach zugeben, dass BTZ einfach auf Standoff sehr, sehr, sehr stark ist. Das hat man auch heute wieder gesehen. Und das halt einfach so ein paar Kleinigkeiten wie Ansprachen, Absprechen und so weiter. Das hat man halt auch gesehen, auch wenn man unsere Leute nicht gehört hat, hat man halt einfach gesehen, dass da keine Absprache dabei war. Also nicht immer. Ja. Manchmal war das auch sehr gut abgesprochen, so wie gerade eben, wo sie auf B gelaufen sind, alle auf einmal. Das war schon sehr gut gemacht. Ja, manche Tour- und X-Situationen waren auch top. Manche waren wieder 12 Kilometer auseinander. Ja, manche waren halt dann auch, wo man 4 gegen 2 war und dann halt auch diese Situation verloren hat. Das war halt dann auch ärgerlich. Aber war passiert. Auf jeden Fall ärgerlich, ne? Aber auch dann schön gemacht vom BTZ. Also die hatten die Ruhe weg in den kritischen Situationen, sag ich mal, und haben dann immer die Leute rausgefischt. Das fehlt uns im Team noch ein bisschen. Darin müssen wir arbeiten. Ja, das wird auf so jeden Fall das, ne? angesprochen werden. Ich denke mal, sie werden es auch schon selber gemerkt haben. Ja, auf jeden Fall. Bin ich der Meinung. In der Kommentatoren-Sicht sieht das immer noch ein bisschen anders aus als in der spielerischen Sicht, ne? Wir haben leichtes Reden, wir sagen immer so, ja, das geht besser und das geht besser, aber im CW siehst du dann auch hier, da ist voll die Action am Start und ne, aber man weiß ja selber, wie es ist. Ja, auf jeden Fall. Sag mal so, man also, weiß selber, wie es ist im CW. Auf jeden Fall, man kann overall sagen, jeder hat schön gespielt, sein Bestes gegeben, ne? BDZ hat ihre Ausmap dominiert und bei uns haben sie sich echt einen Zahn ausgerissen und mit einer Runde nur gewonnen. Ja, muss man so sagen, wie es ist. Ja, ist auch so. Also Artex Gaming hat jetzt auf Aftermath richtig stark gespielt.
Die eine Runde, die hätte man mehr oder weniger noch holen können in verschiedenen Situationen, aber hätte wäre Ah, wenn. auf jeden Fall. Ne, hätte wäre wenn, das stimmt. War auch nur, also nur, was Was heißt geht hier nur, ab ein hier? Fanzivil. Was Jetzt kommt geht der ab Heinz hier? rein, Was ich geht stumm ab? ihn mal. Er kommt rein, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Red Tequilas, zweiter Squad von Black Tequilas. Hoffentlich spielen wir gegen ihn auch nochmal, da würde ich gerne mitspielen. Ja, Weil wir wir können auch das alte fallen Kollegen lassen. sind, auf jeden Fall. Und Wir können das fallen ja, lassen. als Schlusswort würde ich sagen, Reflex Gaming hat ne Multigaming-Clan, wisst ihr Bescheid. Artex Gaming ist der Squad, der jetzt gerade für COD gespielt hat. Und der Reflex Gaming. Und es war ein sehr spannendes CW. Wir hatten auf jeden Fall Bock. Also ich hatte Bock zu kommentieren. Ich habe auch mir leicht einen angetrunken. Ja, das ist ja gar kein Problem, das merken wir alle, Ne? glaube ich. Ja, Aber es war auf es jeden Fall gehört auch ein sehr dazu, wisst ihr spannendes Bescheid. CW. RxGTV, es ist einfach, da weißt du, RxGTV ohne Alkohol ist kein RxGTV, das ist genauso wie Zocken ohne Fernseher, das geht nicht. Ja, Also, so ist es etwas dramatisch jetzt gesagt, es soll doch so aber es dramatisch, ist das soll doch wirklich so. so. Ne? Es soll auch so. Ne? Und wenn ihr meint, voll die Alkoholiker, fuck off! Schreibt es in die Kommentare und geht Ohne einfach. Witz. Ja? Wenn ihr Oder uns nicht lasst doch mögt, einfach Alter, die. dann lasst einen negativen Kommentar da. Wir arbeiten daran, ja. Positive Kommentare hören wir immer gern, negative natürlich nicht so gern, aber sie sind auch da. Keine Frage. Natürlich werdet ihr dann gebannt einfach. Na, das so schlimm nicht, aber na, es gibt immer die persönliche Sicht. Negative Kommentare hört man nicht so gern, aber sie sind natürlich Die nicht müssen wegzustecken, ne? angesprochen werden. Ja, das stimmt. Na, egal von RxGTV. Auf jeden Fall, der CW war schön. Wir freuen uns auf neue Anfragen von RxGTV. Das war natürlich für eigene Regime jetzt gedacht hier, der eigene Clan gegen BTZ. Und ja, wir hoffen mal, mit PS3 steigen wir noch so ein bisschen ein in die RxGTV Clan-War-Szene bei Black Ops 2. Und bei PS4 starten wir dann richtig durch. Also da machen wir auch noch mal ein paar Rundschreiben fertig, ein bisschen Spam, ein bisschen Werbung und dann passt das schon. Spam und Werbung, also wenn ihr uns da Spam, mal Werbung. irgendwann finden werdet in euren Nachrichtenfächern, dann könnt ihr gerne zurückschreiben, ihr müsst die nicht gleich Auf jeden löschen. Fall. Ja? Ihr könnt dann einfach zurückschreiben, hey, nee, ich hab da keinen Bock drauf oder so. Schön wäre natürlich, hey, ja, na klar, ich mache mit euch einen Termin aus und so weiter. Da könnte man Ja, und gerne das ist drüber auch, reden. was auch einige immer denken, es kostet irgendwie Geld oder so, aber das ist alles unkonventionell, das kostet kein Geld. Wir machen es für die Community, wir machen es für euch aus zwei einfachen Gründen. Erstens, ich find's voll geil. Ja, Und Mann! zweitens, ich habe einen Grund, mich zu besaufen. Das ist Ja, immer das gut. sowieso. Ja, das Ne? sowieso. Aber den Und finden wir auch woanders. Wir einen können uns dritten das auch Punkt noch, selbst, ne? ja Mann, einen dritten Punkt, die Leute, die finden es auch, also einige Leute, nicht alle, sie finden es geil und wir machen es für die Community, also es ist einfach nur episch. Ne? Episch, episch, So, und episch. das Und war wir auch, werden glaube ich, uns einfach mein auch selbst Abschlusswort. weiterhin feiern. Ja. Ja, wir werden uns weiterhin feiern und ja, ich sag tschüss, euer Klero, haut rein, bis zum nächsten Mal. Jo, Rampi. Ja, haut rein, meine Freunde. Man hört sich, hoffentlich, denke ich mal, sieht man sich irgendwann wieder. Vielleicht schießt man sich auch mal. Würde mich freuen, wenn ich mal gegen irgendjemanden, der das sieht, mal ein CW spiele. Damit ihr auch mal sieht, wie ich so spiele. Ja. Auf jeden. Und ja, man sieht sich auf jeden Fall wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Also gut, tschüss.